mir die Zahlen gebracht. Ich suche schon seit Monaten nach der Kombination. Komm zu mir, wenn du eine neue Arbeit brauchst. Slackjaw weiß, wenn er einen guten Mann vor sich sieht. Na klar, willst meinen Plan für die Pendletons wissen? Sieh mal, die Pendletons haben diese Minen. Hunderte von Leuten arbeiten da eine halbe Meile unter der Erde. Ich werde den beiden ihre Köpfe rasieren, die Zunge rausschneiden und sie in ihre eigenen stinkenden Minen verfrachten. Dann sehen sie das Leben mit anderen Augen. Sehr schön. Doppelt neutralisiert. Damit ist alles erledigt. Wir haben uns nicht die Finger schmutzig gemacht. Jetzt muss ich noch zurückkehren. Die müssen auf jeden Fall gefühlterweise schneller vorbei als die andere. Das liegt aber auch voraussichtlich daran, weil wir viel mehr Erfahrung haben, etc. Was zum Teufel glotzt du so blöde? Halt die Fresse! Du Arschloch! Weiner. Tot. Nein! Du arschige Schlampe! Die sind ja verdammt nochmal asozial. Blöde Spossen. Hi! Bereit für die Rückfahrt, Corvo? Ich denke ja. Nicht lange gefackelt. Steigen Sie ein. Ich denke, ich habe alles. Mir fehlt höchstens ein Porträt. Ja, Porträts fehlen mir. Und ich habe eine Rune nicht gefunden. Scheiße. Drei Gemälde von Sokolov. Oh, und ich habe 3100 Münzen nicht gesehen. Ach du Scheiße. Und wir haben wieder einen hohen Chaosfaktor. Wieso das denn? Ich habe 21 Gegner, ich habe die alle betäubt. Also zählt bewusstlos auch als Chaosfaktor. Ist ja scheiße. Das wusste ich nicht. Tja, ich bin beleidigt. Sie haben Ihre Angelegenheit erledigt, Corvo? Es steht mir nicht zu, darüber zu urteilen. Doch wenn jemand sein Schicksal verdient hat, dann waren es diese Pendletons. Von welcher Angelegenheit sprechen Sie? Oh, ich, Angelegenheiten für Erwachsene, meine Lieben. Ich meine, Eure Hoheit. Vergeben Sie. Kein Problem. Ich habe in der Golden Cat von Erwachsenen-Dingen gehört. Oh. Ich sollte mich darauf konzentrieren, dieses Boot zu steuern. Glaube ich auch. Ich werde für Sie sorgen, solange Sie bei uns sind. Freut mich. Freut mich auch. Wollen Sie jetzt in meinem Turm sehen? Kann ich sehen? Ja, gerne. Sie werden es sehen. So wie den ganzen Hound Pits Pop. Gut. Ich glaube, hier gefällt's mir. Ich gehe mit Callista, Corvo. Wir sehen uns später. Sie beeindrucken mich immer wieder aufs Neue. Nur mit einer Klinge bewaffnet haben sie den Lauf der Stadt für immer geändert. Und nach dem Ende der Zwillinge wird Lord Pendleton für sie im Parlament abstimmen. In einer Nacht haben sie mehr getan als die meisten Männer in ihrem ganzen Leben. Ich muss noch etwas mit ihnen besprechen. Doch zuerst bittet Lord Pendleton um eine Unterredung. Sollte machbar sein. Habe ich wieder Ruhen? Oder oben ganz? Da kommt es mal wieder aber auf schnell. So. Hallo, La Panel. Corvo, die Verschwörung der Kaisertreuen dankt für ihre Arbeit. Ich weiß nicht, ob ich es kann. Meine Brüder. Wir glaubten nie, dass sie der Mörder der Kaiserin sind. Wir wussten, es ergab viel mehr Sinn, dass der jetzige Lordregent hinter dieser Sache steckte. Unterstützt von einigen seiner Vertrauten. Wir haben viel Geld investiert und uns in Gefahr begeben, um sie aus dem Gefängnis zu befreien.
Aber wir taten es, weil wir glaubten, dass sie es sind, der die Wende bringen kann. Ach, und Havelock sucht nach ihnen. Auf zu Havelock und Martin! Havelock und Martin, das schwule Paar! Manchmal. Und die Werkstatttür ist offen, cool. Was hast du wieder für mich zu kaufen, Arschloch? Tiere. Sagen Sie mir einfach, was Sie brauchen. Dann lass mich auswählen. Come on. Ah, Massenoptik Nummer 2. Stimmt, ich kenne das Zoom. Ich habe noch nie das Zoom verwendet bisher. Eine stärkere Vergrößerung. Ja, das brauche ich definitiv. Mehr Bolzen. 30 Bolzen. Ja, nehme ich auch mal mit. Damit bleibt zwar nichts mehr für die Massenoptik übrig, aber egal. Hauptsache mehr Bolzen. Schwierige Zeiten für die Familie. Ich weiß. Vielleicht. In Ordnung, mein Freund. Martin hat unsere nächste Aktion geplant. Eine Fußnote in Campbells Tagebuch besagt, dass die Geliebte des Lord Regenten Modell saß für Sokolov, Maler und kaiserlicher Arzt. Er wird uns ihren Namen verraten. Sokolov verbringt die Hälfte seiner Zeit auf der Cordwin-Brücke über dem Fluss. Allerdings müssen sie sofort aufbrechen, denn noch ist Sokolov in seiner Wohnung auf der Brücke. Samuel kann sie dicht an die Brücke bringen, aber sie müssen Sokolov allein finden. Bringen Sie ihn lebend hierher, dann ermöglicht er uns unseren nächsten Schritt. Ich kann kaum glauben, was Sie schon geleistet haben. Die Flucht aus Coldridge, das Ende des Oberaufsehers, Emilys Rettung. Sie erfüllen diesen alten Offizier mit Stolz. Das ist alles. Okay, Havelock und Martin dabei. Erstaunlich, wie viele Aufseher er erpresst hat. Also das heißt, es geht jetzt schon sofort wieder weiter. Eine Mission folgt nach der anderen. Ich muss mir... Ach nee, Pfeile sind so arschteuer. Vielleicht schaffe ich es ja diesmal einfach mal nicht meine Waffen einzusetzen. Das wäre mal sehr interessant auf jeden Fall. Kräfte, 4 Runen habe ich jetzt momentan. 6 Runen habe ich wieder. Schön. So, Schattenangriff, nee. Ich mache jetzt mal was Neues. Aber erstmal Beherrschung. Na komm. Erlaubt die noch kurzzeitigere Übernahme von anderen Menschen. Tja, ich kann Menschen übernehmen. Zeit verlangsamen, tödlicher Rattenschwarm. Windstoß. Auch interessant. Ich hole mir, glaube ich, einmal Beherrschung in die nächste Stufe. Ich meine, ich kann Menschen damit beherrschen. Das ist auf jeden Fall... Damit lässt sich definitiv ein bisschen mehr Chaos stiften. Hi. Auf zur Cordwin-Brücke, Sir. Wir schlafen später. Auf zu Sokolov. Eine sehr schöne Szene mit dem Licht gerade. Zum ersten Mal aus der Nähe. Jetzt passen Sie mal auf. Sehen Sie die Lichter auf dem Wasser? Dadurch würden wir sofort entdeckt werden. Kappen Sie Ihre Energieversorgung, dann kann ich Sie wieder abholen. Und jetzt zu Sokolov, den Sie lebend zurückbringen sollen. Er ist gerissen. Vielleicht gerissener als Piero. Hat ganz Dunwall mit seiner Natur, Philosophie unter seiner Kontrolle. Neue Technologien, Tränke und so weiter. Kommt mir gefährlich vor. Aber was weiß ich schon. Da wären wir. Wenn Sie fertig sind, ich warte bei den Bögen unter Sokolovs Gemächern auf Sie kommen. Natürlich nur, wenn Sie die Flutlichter ausgeschaltet haben. Okay. Derzeit hat keine Aufgabe. Doch. Also Scheinwerfer deaktivieren erstmal. Lässt sich definitiv machen. Zwei hier nur.
Boah, das ist eine Apparatur, da muss ich auch mal ran. Na? Achtung, Bürger und Besucher unserer Stadt. Auf Anordnung des Regenten herrscht ab sofort Ausgangssperre. Bis zu ihren Aufhebungen ist auf der Corwin-Brücke kein Fußverkehr erlaubt. Achtung an Scheiße. Alle Bürger. Derzeit ist auf der... Scheiße. Ich stehe nicht gerade an der besten Position, an der man stehen kann. Corwin-Brücke kein Fußverkehr erlaubt. Ausgangssperre in den Morgen bei Sonnenaufgang. Ich weiß, dass du hier bist. Ich bin noch nicht hier, ich bin nicht. Haha! die erhöhte Reichweite macht's echt. Die bringt's einfach. Ja, wie komme ich jetzt am besten weiter? Hast du mich gerade Feigling genannt? Ich glaube, das müssen wir gleich mal ausrambohlen, Junge. Meinst du, du könntest heute dein Essen mit mir teilen? Du bringst mich immer zum Lachen. Nee. Anscheinend kann ich keinen Weg nach oben nehmen. Aber ich kann das als Deckung benutzen. Das ist doch die letzte Scheiße. Vergiss das. Da drüben. Das wäre gut. Alles nicht so schlimm, hätte der verdammte Idiot kommen. Halt! Ich sehe Wachen! Zu mir! Nein! Wir versuchen heute mal kein Chaos zu stiften. Ich glaube, ich lasse das Ding diesmal an. Tut mir leid. Manchmal geht's halt nicht anders. Vorbeigehen. Und schließen. Ja! Dort vorne ist die Rune. Finde ich denn hier oben noch? Aha! Hier fehlt Walöl. Aber ich habe den Lagerhausschlüssel. Schleichschuhe? Uhu. Okay, wo bekomme ich jetzt einen Walöltank her? Bestimmt nicht von da oben, oder? Okay. Ich bin immer noch verwirrt, wenn ich das mal so sagen darf. Bringt mich hier alles nicht weiter. Au. Da. Ach so. Okay. Ich verstehe den Sinn dahinter. Waren denn nicht drei Runen-Artefakte? Nee. Dort hinten. Ich krieg Schaden davon, logischerweise.
Einkehr erlaubt. Ausgangssperre in den Morgen bei Sonnenaufgang.